Die Frage Jesu, liebe Schwestern und Brüder, die er heute den Gesetzeslehrern und Pharisäern stellt, ist eine Frage für uns, ist eine Frage für unseren Advent. Was habt ihr für Gedanken im Herzen? Wie sieht das am Beginn der zweiten Adventwoche aus mit den Gedanken in unseren Herzen? Während uns die Schrifttexte deutlich machen wollen, was bedeutet, wenn Advent wirklich geschieht. Wüste und Öde, da wo nichts wächst, wo nichts los ist, da bricht plötzlich Jubel aus. Da ist blühendes Leben zu finden, so sagt es Jesaja uns heute. Und schließlich hören wir von einer großen Sehnsucht, einer geradezu adventlichen Sehnsucht, die Menschen, die helfen wollen, und trotzdem ein Ding der Unmöglichkeit, diesen Mann auf der Tragbahre vor Jesus zu bringen, weil die Menge so groß ist. Eine Sehnsucht, die die aufs Dach treibt, das Dach abdecken lässt und den Kranken dort vor Jesus herunterlässt. Das ist adventliche Kraft. Was haben wir für Gedanken im Herzen? Einer der großen Väter nimmt das zum Anlass, diese Frage, folgende Bemerkung zu machen. Die Furcht vor der Hölle und die Sehnsucht nach dem Himmelreich bringen das Ertragen der Widerwärtigkeiten hervor. Und dies nicht aus sich selbst, sondern durch den, der unsere Gedanken erkennt. Also noch bevor wir uns jetzt groß Rechenschaft innerlich zumindest ablegen, was wir für Gedanken im Herzen haben, sollten wir wissen, dass er diese Gedanken kennt, weil vor ihm alles offen liegt. Aber wie ist das mit den beiden genannten Punkten hier, der Furcht und der Sehnsucht? Beides spielt im Advent eine große Rolle. Das Gericht, zu dem Christus kommt, und schließlich das, was uns heute nahegebracht wird. Wenn man an ihm festhält, wenn man sein Leben auf ihn hin ausrichtet, auf ihn hin lebt, dann kommt man durch das Gericht hindurch. Dann wird Jubel und Freude herrschen. Heilung wird erneut geschehen. So ist es, wenn wirklich Advent ist. Und all das, diese Ausrichtung hilft dann, so sagt es uns dieser alte Vater aus der Wüste, Widerwärtigkeiten zu ertragen. Wie groß ist die Gefahr, dass wir uns dabei aufhalten, dass wir uns ganz gefangen nehmen, dass wir zu gar nichts anderem mehr kommen? Das ist eine große geistliche Gefahr. Dabei kommt es auf etwas anderes an. Dass wir schauen, dass in der Wüste, da wo wir leben, vielleicht auch in unserer eigenen Wüste, in der Wüste um uns, Jubel ausbrechen kann, weil er kommt. Dass unsere Sehnsucht zu groß ist, dass wir möglicherweise sogar auf Dächer steigen, mit denen, die Hilfe brauchen, und sich vor Jesus herablassen, weil sein Advent, sein wirklicher Advent, ist immer Heilung, Zuwendung, Freude. Wir können ihm nichts verbergen, nicht die Gedanken unseres Herzens, wie es die Pharisäer und die Gesetzeslehrer nicht konnten. Aber wir können mit seiner Hilfe unsere Gedanken reinigen und neu ausrichten.